Na gut, dann würde ich sagen, starten wir in unseren heutigen Web-Talk. Ich sage herzlich willkommen zu unseren Gästen, derzeit 33 an der Zahl, die sich hier angemeldet haben zum Web-Talk, ein Studium in Erwachsenenbildung und dann Berufseinstieg Erwachsenenbildung. Mein Name ist Wilfried Frey, ich bin Geschäftsführer und Geschäftsführer von Verein Conedu und Redaktionsleiter von erwachsenenbildung.at. Das ist dieses Ding, das da hinter mir mit diesem Rollup beschrieben ist, das Internetportal für Erwachsenenbildung, in dessen Zusammenhang wir seit ein paar Jahren solche Web-Talks als Online-Diskussionen und Bildungsangebote durchführen. Heute mal ein Abendtermin mit einer Runde von Kolleginnen und Kollegen, die ich teils schon seit vielen Jahren kenne, teils noch gar nicht so lange, die alle in der Erwachsenenbildung tätig sind und die heute mit mir den Abend hier bestreiten werden. Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, des BMBWF. Da sagen wir herzlich Danke dafür, dass wir das hier durchführen dürfen. Beruf Erwachsenenbildung. Das Berufsfeld der Erwachsenenbildung ist ein großes. Ich habe ein paar Fakten so als Einstieg zusammengestellt, um das sozusagen das Thema hier ein bisschen aufzumachen. Erwachsenenbildung ist ein hochdiverses, komplexes Feld. Feld hat sich als Begriff ja mehr durchgesetzt als jetzt vielleicht sowas wie Bildungssystem, was man für Schule oder Hochschule verwendet, weil es einfach super divers ist, vielfältig ist, weil es Einrichtungen gibt, die sozusagen zivilgesellschaftlich gegründet sind, Träger der, Sozialpartnerschaft, Träger, die ausgekoppelt sind von anderen Bildungseinrichtungen wie Abendschulen oder Weiterbildungsinstitute von Hochschulen, Vereine und so weiter und so fort. Parteiakademien gehören in diesem Sinne auch zur Erwachsenenbildung. Also ein sehr komplexes Feld, in dem man da beruflich tätig sein kann. Was viele nicht wissen, wir haben in Österreich ungefähr 130.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und wir haben auch eine sechsstellige Zahl von Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern. Das ist keine sehr genaue Zahl, die ich hier sage, aber die sozusagen auch Hochrechnungen geht hier vor. Allein wenn man sich die Statistik der KEBÖ, der Einrichtungen der Konferenz der Erwachsenenbildung in Österreich, hernimmt, dann listen die schon 60.000 Beschäftigte in der Erwachsenenbildung. Davon allerdings ungefähr 6.500 Hauptberufliche und davon wieder ungefähr 2.800 im pädagogischen Bereich hauptberuflich tätige. Das heißt, man kann das durchaus runtergliedern. Dann ist es eine kleinere Gruppe, die hauptberuflich mit auch einem pädagogischen Fachhintergrund tätig ist, was wahrscheinlich auch viele, die heute hier zu Gast sind, auch zutrifft, dass sie mit diesem Ausbildungshintergrund hier auch zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Die Funktionen, die Aufgabengebiete, die man hier in dem Beruf der Erwachsenenbildung wahrnehmen kann, sind sehr unterschiedlich, sind vielfältig. Der sicher größte Bereich ist der Lehre, des Trainings, der Kursleitung. Das Bildungsmanagement ist ein Bereich, der sich in den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert hat, zwischen Führung, pädagogische Leitung, Programmplanung sozusagen. Bildungsberatung als ein wichtiges Betätigungsfeld. Bibliothekarinnen werden in Österreich auch zur Erwachsenenbildung gezählt und natürlich Tätigkeit ganz viel im Bereich der Projektarbeit, Forschung, Bildungsmarketing, unterschiedlichste Aufgaben, die da dazukommen, in denen man tätig sein kann. Ich habe mir heute ein Podium eingeladen, das sozusagen aus vielen dieser Funktionsbereiche auch selbst berufliche Erfahrung mitbringt, um einfach sozusagen hier auch viele Anknüpfungspunkte zu bieten für unser Gespräch, für den Erfahrungsaustausch und die Fragen, die es vielleicht geben wird. Wichtig ist, es ist ein Berufsfeld, das einer fortschreitenden Verberuflichung unterliegt. Das heißt, es gibt mit der Zeit zunehmend höhere Einstiegskriterien, Ausbildungsqualifikationsanforderungen, mehr Standardisierung, auch im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement zu sehen, wo die Anforderungen sozusagen hier höher werden. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass das Thema Berufseinstieg sich verändert. Berufseinstieg, wenn ich jetzt kurz persönlich sozusagen mit zurückblicken darf, auf meine Berufseinstiegsphase. Da gab es viele, die sind sozusagen recht schnell irgendwo mal reingeschlupft in einen Beruf. Es gab wenig konkrete Anforderungen, außer die des jeweiligen Arbeitgebers, aber da ist hier sozusagen viel mehr an Kriterien inzwischen auch schon da und spielt natürlich auch eine Rolle, wenn wir von diesem Thema reden. Die Frage ist jetzt natürlich,
Wie gelingt so ein Berufseinstieg in diesem Berufsfeld, das groß ist, wo viele tätig sind, das sehr divers ist, das viel Vielfalt beinhaltet? Wie können wir das schaffen? Und um das Thema zu diskutieren, habe ich mir eben vier Gäste eingeladen, die jetzt mit mir hier sind, in unterschiedlichen Bildern zu sehen, in unterschiedlicher Bildqualität auch. Das bringt so mit sich, wenn man in einem verteilten Netzwerk sozusagen hier auch miteinander sich online trifft. Aber das Wichtige ist, was wir hören werden und was Sie zu sagen haben. Ich darf euch vielleicht kurz vorstellen. Und ich fange mal mit dir an, Stefan. Stefan Czacinowicz ist jetzt der Bildungsmanager, war lange Zeit auch als Bildungs- und Berufsberater tätig. Auch Medienpädagogik, Streetwork ist sein Hintergrund. Du bist eigentlich Sozialarbeiter von deiner Erstausbildung her, aber hast viele Weiterbildungen in diesen Tätigkeitsfeldern gemacht, auch die du beruflich auch schon gemacht hast. Du gehörst auch, glaube ich, zu den Pionieren der Online-Bildungsberatung in Österreich, wenn ich das so sagen darf. Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, freut mich auch. Ja. Sabine Molterer, rechts oben im Bild bei mir zu sehen. Gehört zu den, wie man so salopp sagen kann, Frischgeschwankten. Also eine junge Kollegin in diesem Bereich der Erwachsenenbildung, jetzt pädagogische Mitarbeiterin in einem Bildungshaus in der Südsteiermark am Retzhof, wo du auch für Bildungsmarketing zuständig bist und uns erzählt hast, was davor auch im Bereich Jugendbildung, Jugendarbeit tätig und an der Uni als Studienassistentin. Du gehörst sozusagen in unsere Kernzielgruppe auch mit einem Studienabschluss in Erwachsenenbildung und hast auch eine Ausbildung als Reteaming-Coach gemacht, habe ich vernommen. Sabine, schön, dass du auch da bist bei uns. Hallo, freut mich auch sehr. Der nächste Steckbrief gilt Winfried Hofer. Wir haben schon festgestellt, wir haben den gleichen Friseur. ich habe dich im Vorfeld gebeten, dich zu beschreiben, was ist deine aktuelle Berufsbezeichnung? Du hast gemeint, das ist Unternehmensberater mit handlungsorientierten Methoden. Du hast viele Erfahrungshintergründe in der Erwachsenenbildung, du bist selbst Unternehmer, warst Jugendkulturmanager, bist auch Lehrer an einer Schule, Unidozent, hast Literatur geschrieben, ein Buch geschrieben. Deine Studien- und Weiterbildungsbiografie, das ist ja auch sehr reich, Germanistik, Religionspädagogik, handlungsorientierte Beratung. Ich weiß, du gehörst zur ersten Generation der Outdoor-Trainer und Outdoor-Pädagogen in Österreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast dir was mit aufgebaut sozusagen und in die Breite gebracht. Du bist Coach, hast ein Doktorat in Kulturwissenschaften und arbeitest jetzt auch an einer, quasi neben all dem auch an einem Habilitationsprojekt als quasi außeruniversitärer Forscher, etwas, was man ja sehr selten findet. Schön, Winnie, dass du bei uns bist. Hallo. Meine Stimme ist etwas trocken, deswegen nehme ich einen Schluck. Fein, Winfried. Ja, und last but not least, Magister Monika Streuselberger. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Du bist jetzt Regionalstellenleiterin in einer oberösterreichischen Volkshochschule. Hast du am zweiten Bildungsweg den Uni-Weg sozusagen beschritten, nach dem Matura nachgemacht, der Studienberechtigungsprüfung, glaube ich, habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Genau, ja. Studienberechtigung. Warst im ersten Berufsweg ja Kindergarten- und Säuglingsschwester, hast an der Uni gearbeitet, im Gender-Forschungsbereich, warst wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Erwachsenenbildung jetzt als Leiterin einer regionalen Volkshochschule. Auch dein Ausbildungshintergrund ist Erziehungs- und Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt in Sozialpädagogik und auch Erwachsenenbildung. Propedeutikum hast du absolviert und das Doktorat hast du sozusagen der Familie geopfert, gell? Im Umzug in meine Heimatstadt. Im Umzug, okay. Ja, fein. Ja, ich freue mich, dass ihr vier hier seid. Damit haben wir für unsere Teilnehmer noch viele Ansprechpartner für unsere Fragen und unsere Themen. Vorhin kurz sichtbar hier war noch Lucia Paar, eine Kollegin aus dem Cornedo-Team, die heute hier so co-moderierend den Chat betreut und uns unterstützen wird. Und Karin Kulmer haben Sie vielleicht vorhin gesehen, die hat auch die Technikeinführung für Sie gemacht. Unterstützen Sie halt auch mit dem technischen Support im Hintergrund. Genau. Ja, hallo, ich bin noch nicht sichtbar. Nur ganz kurzes Info. Hallo, meine Kamera funktioniert leider nicht, aber ich bin da. Hallo. Hallo an alle. Fein, danke Lucia. Deine Kamera ist abgeschmiert. Schön, dass wir dich hören können, wenn wir es brauchen. Super. Fein. Ja, ich würde sagen, wir können langsam uns in das Thema hineinbegeben. Ich erinnere nochmal, der Chat ist hier nicht nur, um sich vorzustellen, sondern da können Sie Kommentare posten, können Sie Fragen stellen. Manchmal verselbstständigt sich dieser Chat auch und da findet eine Diskussion parallel zu der statt, die wir hier mit dem sichtbaren Podium sozusagen haben. Nutzen Sie das einfach. Wir werden versuchen, das wahrzunehmen, was da passiert und auch immer wieder in die Diskussion mit unseren Gästen hier auch
einspielen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Eröffnungsrunde mit euch. Ich würde euch bitten, einfach, dass ihr uns kurz erzählt, wie so euer persönlicher Weg in die Erwachsenenbildung war. Und es gibt noch eine zweite Frage, aber die lege ich dann hinten drauf. Vielleicht machen wir eine kleine Runde, wie seid ihr eigentlich zur Erwachsenenbildung gekommen? Und vielleicht darf ich einfach gleich jetzt in umgekehrter Reihenfolge beginnen mit dir, Monika. Also, mein Zugang zur Erwachsenenbildung war nach einer 7-jährigen Berufstätigkeit, die Studienberechtigungsprüfung und eben das Studium in Graz. Dann parallel sozusagen im Rahmen der Studierendenberatung war ich jahrelang mit der Bildungsberatung befasst und auch mit Veranstaltungsorganisationen, weil ja die erste Praktikums- und Berufsmesse an unserem, an unserem Institut stattgefunden hat und dann auch ein Tag der Geisteswissenschaften gefolgt ist. Da habe ich sozusagen Veranstaltungsorganisationen, Berufsbilder beschreiben, Praktikumsstellen finden, damit zu tun gehabt, hat sie nicht nur auf die Erwachsenenbildung bezogen, sondern auf das breite Feld der Pädagogik und sozusagen mit diesem Engagement am Institut hat sie dann auch ein bestimmtes Netzwerk ergeben und die erste Berufstätigkeit sozusagen als Pädagogin war eben im Institut für praxisorientierte Genderforschung. Also mein Bezug ist immer, die Theorie mit der Praxis zu verbinden und das habe ich in diesem Institut als Assistenz der Geschäftsführung und zuständig für die Abrechnung von EU-Fördergeldern und dergleichen halt gemacht. Dann nach der Geburt von meinem zweiten Kind bin ich zurück an die Universität und dort eben in der Verwaltung tätig gewesen, wieder in der Studierendenberatung bei For Students, also wieder Beratungstätigkeit und gleichzeitig die Gründung von einer Abteilung, die sich mit der Vereinbarkeit von Studium und Arbeiten an der Universität befasst hat und das Projekt Die Wissenschaftsvermittlung an Kinder war dem zugeordnet. Also das ist jetzt nicht im klassischen Sinn Erwachsenenbildung gewesen, aber diese Wissensvermittlung, das Holen an ein Bildungsinstitut hat große Freude bereitet. Ja. Und mit dem Umzug in die Heimatstadt in Oberösterreich nach Steyr hat sich der Wechsel an die andere Universität ergeben, an die Linz-Uni. Dort war ich der Abteilung für Gleichstellungspolitik zugeordnet, aber wieder inhaltlich für das Familienservice zuständig. Und dort habe ich gemerkt, dass ich diese Wissenschaftsvermittlung sehr vermisse. Ja, das war dort der Presseabteilung zugeordnet. Und habe dort am Linz-Institut für qualitative Analysen Bildungsforschung betrieben, aber halt als Hobby. Ja. Also es war ein sehr kreatives, innovatives Team und hat viel Freude gemacht. Und die Linz-Uni hat aber ganz eine andere Logik und Struktur in der Verwaltung, als ich das an Graz geliebt habe. Und die habe ich halt dann beruflich orientiert und diesen Schritt gewagt, wo ich nie geglaubt habe, dass ich den auch schaffe. Ja. Und mir als Leitung für eine Bildungsinstitution beworben und eben dann die Volkshochschule Steyr geleitet und nach einem Jahr die Regionalleitung für Linz-Land und Steyr-Enstal übernommen. Ja. Das war dann eine Riesenaufgabe und eine sehr erfüllende und meine kreativste und ja, schönste Aufgabe, die ich mir jemals halt vorstellen hätte können. Und da bin ich jetzt gelandet. Ja. Super, das klingt ja ganz toll. Also dein Berufsweg klingt ja wahnsinnig vielfältig, ja? Du hast ja viele Stationen durchlaufen. Würdest du sagen, hat das eine Rolle gespielt bei dem, dass du diese Stelle bekommen hast? Ich glaube, also da, normalerweise habe ich Stellen bekommen durch mein Netzwerk, ja, also man hat mich gekannt aus dem Engagement an der Universität österreichweit in Netzwerken, ja, und man hat mir aufmerksam gemacht auf Stellen, aber bei der Volkshochschule, da hat, glaube ich, einfach meine Begeisterung für Bildung an und für sich, die für mich einfach einen ganz einen hohen persönlichen Wert hat, und mein ganz bunter Erfahrungshintergrund, ja, der war da hilfreich, also ohne irgendjemanden zu kennen, ja, habe ich einfach durch meinen Lebenslauf und meine Kompetenzen und mein Auftreten, wie auch immer, die Leute begeistern können, ja. Fein, ja, Stichwort Netzwerk ist schon gelaufen, ja, häufig hat das gefallen jetzt bei dir, häufig ergibt sich was aus Kontakten, die man kennt und pflegt, ja. Fein. Danke, Monika, mal für deine
für deine ausführliche Biografie. Darf ich vielleicht dich, Winfried, bitten, gleich direkt in die Zimmer nach oben. Wie war so dein persönlicher Weg zur Erwachsenenbildung? Ja, früh begonnen, sehr früh begonnen. Das heißt? Ja, 1987. 1987. 87, also, im Alter von? 87, ja. 23. Also ich 23, glaube, ich okay. Und ja, ich bin sehr früh, also mit meiner Frau, sind sie sehr früh Eltern geworden. Das war eigentlich so eine ökonomische Entscheidung, was zu machen, was mich begeistert, interessiert und schon auch in der Familie zu erhalten. Mhm. Da habe ich begonnen, an einer Maturaschule zu unterrichten, Deutsch. Und das hat dann immer so ein bisschen weitergeführt, aber das hat sich dann wahnsinnig stark verändert. Also unglaublichste Bereiche in diesem Bereich der Ausbildungen zu geben, andere Leute auszubilden, um ein bisschen weiterzuhelfen. Und ich glaube, das hat sich im Moment, also jetzt nicht nur in meiner Biografie, sondern allgemein sehr stark verändert. Und wir haben ganz stark so wirklich mit Personen face-to-face gearbeitet und jetzt sind wir eher schon in virtuellen Räumen. Also der Beruf und die Mittel verändern sich auch, die Medien, ja. Verändern sich, ja, genau. Ja. Also mein Weg war wirklich von der Vermittlung, von der Grundkompetenz und dann hin in die Beratung. Und so bin ich eigentlich. Aber du hast was vergessen, ich bin ja nicht nur so im Wissensvermitteln auf der akademischen Ebene unterwegs gewesen, sondern ich habe ja auch zum Beispiel Schulungen gegen Abstürze gemacht. Ich war ja Höhenarbeiter und auch Schlosser und Gärtner. Und das hat mich sehr bereichert, also auch andere Bereiche aufzumachen. Also nicht nur diesen sehr stark geisteswissenschaftlichen Bereich, sondern auch in einen anderen Bereich reinzugehen. Ja, das heißt, hast du quasi dein Outdoor-Arbeiten als Trainings sozusagen Kontext genutzt, aber auch sozusagen so mal erzählt, glaube ich, unter Montage von Werbetafeln auf Hochhäusern und solche Dinge habt ihr gemacht, oder? Ist das genau. Ja. Ganz lang so über sehr unterstützte Höhenarbeiten gearbeitet, das auch in der Bahnpflege. Und dabei habe ich dann auch andere Leute geschult, das ist ein Lobby vor irgendwo. Und das war so für mich einer der spannendsten Bereiche. Wir haben mit Unternehmern, mit Führungskräften gearbeitet und am nächsten Tag von irgendwo mal rumgehen. Das war schon toll, also diese unterschiedlichen Welten auch zu verbinden. Und das bemerke ich im Moment bei Teilnehmern, dass so ganz unterschiedliche Haltungen auf sich des Erwachsenenbildung dann auch da sind und natürlich auch ganz unterschiedliche Erwartungen. Das finde ich sehr krass, dass ich unterschiedlichste Erfahrungen leben als Erwachsenen. Okay, fein. Winfried, danke für deine ersten Infos, zum, wie du in diesen Bereich gekommen bist. Ich habe auch gehört, es war ökonomisch, ne? Familie erhalten, du hast eine Arbeit gebraucht und das war sozusagen eine Möglichkeit, da tätig zu werden. Und ich habe gehört, dass du beobachtet hast, es hat sich ja verändert auch sozusagen, ja, in den Erwartungen, in den Möglichkeiten, sich da zu betätigen. Und man hört daraus aus deiner Erzählung, dass es auch viel Raum gab, viel auszuprobieren, aber durchaus, ja. Ist das so? So, oh je, jetzt haben wir das Bild nicht wenig verloren. Gut, wird wiederkommen. Da können wir nochmal vielleicht später dann anknüpfen. Ja, dann würde ich mal bitten, führen wir die Runde fort. Sabine Molter als pädagogische Mitarbeiterin. Wie war denn dein Einstieg, dein persönlicher Weg jetzt in die Erwachsenenbildung? Ja, ich glaube, meine Geschichte ist ein bisschen kürzer wie die anderen. Es ist noch sehr neu, dass ich in der Erwachsenenbildung tätig bin. Grundsätzlich kann man sagen, ich habe in Graz meine Matura abgeschlossen, war im Musikgymnasium. Bis dorthin war eigentlich mein Weg überhaupt nicht klar, dass es in die Erwachsenenbildung gehen wird. Als Kind habe ich nur immer gesagt, ich werde Opernsängerin. Das hat sich dann irgendwann einmal aufgehört. Mit der Zeit im Musikgymnasium Oberstufe
ja, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, was will ich machen. Bin dann ehrlich gesagt einmal auf das Studium Pädagogik, also Bachelorstudium Pädagogik gestoßen. Das hat mir einfach sehr gefallen, einfach mal vom, ja, vom ganzen Aufbau. Es hat mir taugt, es hat mit Menschen zu tun und das war irgendwie so mal meine erste, ja, Erfahrung in dem Ganzen. Ich habe dann eben das Pädagogikstudium abgeschlossen und dann war eigentlich während dem Pädagogikstudium schon für mich klar, es geht in die Erwachsenenbildung eindeutig. Wie genau und was genau, habe ich mir eigentlich auch noch nicht vorstellen können. Und dann bin ich eben im Studium gelandet, habe das eigentlich ab der ersten Sekunde an nicht bereut, dass ich das Studium gemacht habe oder mache. Und es war dann so, dass ich irgendwie im Laufe der ersten Semester vom Master mitbekommen habe, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten extrem gefällt. Bin dann zur Frau Professor Gruber, das ist eben die Arbeits-, also Bereichsleiterin vom Pädagogikstudium, also Erwachsenenbildung, Weiterbildung, gegangen und wollte sie eigentlich fragen, ob ich irgendwie mitforschen könnte in irgendeinem Bereich auf der Uni, einfach um Praxiserfahrungen zu machen. Sie hat daraufhin mir eben die Stelle als Studienassistentin angeboten, was ich natürlich auch sofort angenommen habe, weil das im Grunde, ja, es ist so der erste wirkliche Einstieg in die Erwachsenenbildung, wo du einfach wirklich super Überblicke bekommst und ja, somit war das eigentlich, würde ich sagen, jetzt so die größte Bereicherung einmal in dem Sinn. Ich habe aber vorher auch schon im Pädagogikstudium immer wieder gearbeitet und war da eben bei der AG-Jugend für Gewalt und Rassismus, ist auch irgendwie so in Erwachsenenbildung einzuordnen und ja, bin dann eigentlich, eben habe ich gewechselt zur Studienassistenz und habe dann eben im Juni jetzt 2019 mein Masterstudium erst abgeschlossen, also wirklich sehr frisch, habe aber schon im April im Bildungshaus Retzhof eben angefangen als pädagogische Mitarbeiterin. Das hat sich einfach auch durch Netzwerke, würde ich mal sagen, die ich mir im Studium und vor allem durch die Studienassistenz erworben habe, ja, entwickelt. Und seit April bin ich eben am Retzhof tätig und ja, das ist einmal so meine Geschichte der Erwachsenenbildung, noch sehr kurz, aber immerhin. Fein, danke Sabine. Also ich höre da so raus, Engagement zeigen, dann wird man gesehen, so quasi mit dem, was man kann und ein bisschen entdeckt, ja. Ja, vielleicht sogar also, frech sein, so ein, hallo, da bin ich, habt ihr Arbeit für mich oder so. Ja, ja, ich muss so sagen, ja, das war eindeutig das. Also ich habe wirklich an der Türe geklopft und habe gesagt, ich bin da, ich will gern. Und ja, im Grunde haben sie so auch die Türen dann geöffnet, würde ich mal sagen. Und das war in meinem Fall extrem wichtig und auch gut so. Mhm. Da gibt es auch ein bisschen eine Parallele zu Monika, glaube ich, du hast doch erzählt, gell? Du hast auch sozusagen angefangen und dich engagiert am Institut, bist sichtbar geworden und es hat mit dazu beigetragen, dass ein Netzwerk entstanden ist und Kontakte entstanden sind, wo sich Möglichkeiten, beruflich tätig zu werden, auch ergeben haben. Ja? Mhm, genau. Ja. Fein, danke Sabine. Kommen wir last but not least noch zum Stefan. Stefan Czacinowicz, wie war dein persönlicher Einstieg in den, dein Weg in die Erwachsenenbildung? Ja, du hast ja schon gesagt, Wilfried, dass ich von der Sozialarbeit komme eigentlich. Das heißt, ich habe in Wien studiert, Sozialarbeit studiert und bin dann eigentlich in den Jugendbereich zuerst eingestiegen. Habe dort in einem Medienzentrum gearbeitet, wo wir Videoprojekte, Radioprojekte und so mit Jugendlichen gemacht haben. Also das hat noch gar nichts mit Erwachsenenbildung zu tun gehabt. Und habe dann dort, was sich eben später als glückliche Wendung gefügt hat, die Ausbildung zum Online-Berater gemacht, die allererste, die in Österreich angeboten worden ist. Das ist 15 Jahre nicht zwei her. Und das war auch dann der Grund, weil ein paar Jahre später, wo ich wieder zurück nach Graz gekommen bin, ist eine Stelle ausgeschrieben gewesen als Bildungsberater und zwar eigentlich ein Bildungsberater für die Oststeiermark, da habe ich mich beworben beim Bildungsnetzwerk Steiermark. Den Job habe ich nicht bekommen, aber zur selben Zeit hat die Kollegin, die für die Telefon- und die geplante Online-Beratung zuständig war, ebenfalls gekündigt und dann haben
Arbeitgeber hat eben das Bildungsnetzwerk Steiermark auch jemand gesucht für die Telefonberatung und für den Aufbau einer Online-Beratung innerhalb vom Bildungsnetzwerk. Und ja, da hat mir dann die Ausbildung zum Online-Berater sehr geholfen. Das war halt etwas, was noch sonst noch kaum jemand vorweisen hat können. Und habe den Job dann bekommen, habe aber dann auch gleich die Ausbildung zum Bildungs- und Berufsberater machen müssen am BIföB in Strobl, den Lehrgang, der auch noch jetzt angeboten wird, weil mir ganz einfach die Beratungsausbildung gefehlt hat. Und die habe ich dann parallel quasi in den ersten zwei Arbeitsjahren in der Bildungsberatung gemacht. Die Bildungsberatung habe ich dann 11 Jahre lang gemacht, also bis Ende 2018 eigentlich. Und jetzt, seit Jänner, bin ich in der Alfa-Nova-Akademie tätig im Bildungsmanagement. Und der Wechsel dorthin hat sich im Prinzip auch dadurch ergeben, dass mich die Leiterin von der Akademie gekannt hat von dem vorigen Job. Also der Einstieg war in meinem Fall mehr oder weniger, jetzt vielleicht nicht ganz Zufall, aber etwas, also ein Quereinstieg auf jeden Fall und eine glückliche Fügung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und was schon auch geholfen hat, ist eben auch das, was ich schon zwei, dreimal gesagt wurde, beim Bewerbungsgespräch dann auch einfach das Interesse und die Begeisterung für die Erwachsenenbildung. Das ist mir scheinbar gelungen, das wiederzugeben, dass mich das interessiert. Und ja, das war so die Kombination daraus. Also ich habe nicht klassisch den Pädagogikstudiumweg Erwachsenenbildung gemacht, obwohl ich auch 2 Semester Pädagogik studiert habe oder 3 Semester Pädagogik studiert habe, bevor ich auf die Sozialakademie gegangen bin. Aber nicht abgeschlossen. Mhm. Also ja. Auch bei dir so ein Konglomerat aus natürlich Qualifikation, Ausbildung, die du mitgebracht hast, auch gepaart mit sowas bei der Online-Beratung höher, ein bisschen so das Richtige zur richtigen Zeit anzubieten gehabt, oder? Kann man das sagen? Genau. Ja, also es ist einfach, der Grund, warum ich das gemacht habe, war auch so, ich habe es damals in dem Job nicht wirklich gebraucht, den ich gemacht habe in Wien im Medienzentrum, aber es war einfach also ein persönliches Interesse da, das zu machen, weil mich quasi online das, was sich da jetzt gerade alles entwickelt, sehr interessiert hat. Das heißt, und das, was die Medien betrifft, wo ich vorher gearbeitet habe als Medienpädagoge, alles, was mit Video und Film und so zu tun hat, das war auch eigentlich ein privates Interesse, das dahinter gesteckt ist. Das heißt, durchaus Dinge, die man privat interessant findet, Dinge, die man lernt, jetzt nicht unbedingt in erster Linie für den Beruf, die können sehr wohl auch wichtig sein für einen möglichen Einstieg, weil man sich vielleicht gerade da dann ein Stück weit von anderen auch unterscheidet. Dass man sagt, ich habe da eine Fähigkeit oder ein Interesse, das da genau gebraucht wird möglicherweise. Mhm. Also das würde ich sagen, war so wichtig in meinem Fall jetzt, was den Einstieg betrifft. Mhm. Kann man auch sagen, dass es eine Rolle spielt, dass man sich, wenn es viele Bewerber gibt, ein Stück abhebt mit etwas Besonderem. So wie du sagst, da gab es ein bewährtes Interesse auch, das du mitgebracht hast, das da vielleicht mit der Rolle gespielt hat. Würdest du das so sehen? Ja, auf jeden Fall. Also in dem Fall war es einfach so, das ist eine kleine Institution, das Bildungsnetz ist keine große Institution. Und da ist es natürlich so, wenn man die Website betreuen, so kleine Sachen, die halt alles, was mit Online zu tun hat, da hat es in dem Sinn jemanden auch gebraucht, der da auch ein bisschen mitbetreut und mitmacht, Sachen macht, die jetzt nicht unbedingt in der Stellenausschreibung war. Und das sind dann so Dinge, und das war einfach ein Interesse, das ich schon vorher gehabt habe, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Und das hat auf jeden Fall sehr geholfen, sage ich mal so, dass man den Job auch kriegt. Das heißt, auch das sind auch Dinge, die man durchaus nicht verstecken muss, sage ich mal so, sondern das auch beim Bewerben sagen, beim Reinschreiben kann, Dinge, die man gern macht und wo man glaubt, da hat man Fähigkeiten. Auch wenn es vielleicht im ersten Blick nicht unbedingt als für die Stelle, für die man sich bewirbt, nützlich erscheint oder so. Also sich da nicht zu verstecken für Dinge, die man kann. Ja. Finde ich ganz wichtig, was du sagst. Also wir haben ja auch bei Conedo sozusagen, habe ich ja über die Jahre erlebt, einige Bewerbungen, und wenn ich so zurückdenke, wer bei uns geblieben ist, dann waren es manchmal auch völlig unerwartete Dinge, an die man vielleicht gar nicht denken würde. Also beispielsweise jemand macht Musik und ist es gewohnt, auf der Bühne zu stehen. Ja? Sabine, also auf dich trifft das ja auch zu, oder?
Ja. Ist das sozusagen dein Musizieren, findest du, hat das für dich einen Unterschied gemacht, darin jetzt Erwachsenenbildnerin zu sein? Ja, ich glaube, es hat einen gewaltigen Unterschied gemacht. Ich habe eigentlich schon, kann man sagen, mit 6 Jahren angefangen, irgendwie auf der Bühne zu stehen, vor Leuten zu musizieren. Und dazu gehört natürlich in jungen Jahren, aber auch in älteren Jahren Mut. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, jetzt irgendwie vor Menschen zu sprechen, ohne dass man irgendwie Panikattacken bekommt. Und natürlich, ich finde, genau in der Erwachsenenbildung ist das eigentlich wichtig, dass ich mich vor Menschengruppen stellen kann und irgendwie etwas zu einem Thema referieren kann, etc. Genau, manchmal macht das den Unterschied, wenn man sich ein bisschen abheben kann. Ja? Fein, Stefan, vielen Dank. Lucia Part inzwischen in den Chat auch einen Link gepostet zu einem Interview, einem kurzen Interview, das wir mit Stefan schon mal vor einigen Monaten geführt haben. Oder eigentlich ist es schon ein Jahr her, glaube ich, dass wir es gemacht haben. Da warst du wirklich noch Bildungsberater, jetzt hast du sozusagen den Beruf nochmal gewechselt. Ja. Da gibt es auch das nachzusehen, was du dort über den Beruf der Bildungsberatung auch erzählst. Ja? Genau. Übrigens von diesen Videos gibt es halt auch noch mehr. Auch mit Winfried Hofer haben wir da das gemacht und auch mit anderen Kollegen in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Erwachsenenbildung und Aufgabenbereichen. Winfried, schön, dass du wieder da bist. Ist die Technik wieder im Griff? Ja, schauen wir mal. Wir sehen dich und wir hören dich, das ist schon mal ganz gut. Ja, fein. Ich würde gern noch eine Erzählung des persönlichen Weges anschließen. Bei dieser Frage Berufseinstieg, Erwachsenenbildung, da beschäftigen ja viele, die den Berufseinstieg suchen, so Bilder, die sie haben von Erwachsenenbildung, von diesem Beruf, von einem Job, den man da haben kann, Bilder im Kopf, öffentliche Meinung, der man begegnet. Manchmal sind es aber auch Mythen oder Stereotype, die gar nicht stimmen. Gibt es da etwas, wo ihr Erfahrung gemacht habt damit, so ein Mythos über den Beruf des Erwachsenenbildners oder der Erwachsenenbildnerin, wo ihr sagen könnt, das habe ich geglaubt oder das ist mir auch erzählt worden, in Wirklichkeit stimmt es gar nicht oder auch umgekehrt. Also gibt es auch solche Erzählungen, die euch früher begegnet sind und ihr sagt, das hat total zugetroffen? Stefan, darf ich bei dir vielleicht gerne mal anschließen? Ja, also wie gesagt, also ob das jetzt ein Mythos ist, kann ich nicht genau beurteilen, aber es hat sich im Grunde genommen zum größten Teil bestätigt, dass die Erwachsenenbildung ein extrem buntes Feld ist und dass Leute aus unterschiedlichsten Bereichen mal begegnen. Also in den mittlerweile zwölf Jahren, wo ich beruflich in der Erwachsenenbildung tätig bin, habe ich natürlich auch in diversen österreichweiten Arbeitsgruppen und bei Fortbildungen und bei Tagungen viele Leute kennengelernt. Und es ist wirklich unglaublich, aus welchen Richtungen die Leute in die Erwachsenenbildung kommen. Und erst in den letzten 3-4 Jahren kommt mir vor, wird es mehr, dass man wirklich auch die Leute, die den klassischen Weg kommt mehr von den Leuten begegnet. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es das Studium der Erwachsenenbildung so in der Form, wie es jetzt ist, also noch nicht so ewig lange gibt. Und also ich habe das immer sehr bereichernd gefunden, dass die Leute sehr unterschiedliche Hintergründe haben, jetzt sage ich mal berufliche Hintergründe haben. Und also da würde ich sagen, das hat sich für mich bestätigt, dass ich sage, so habe ich mir das auch vorgestellt, bevor ich in die Erwachsenenbildung gekommen bin, dass das im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zum Schulwesen oder zur Uni, wo die Wege wahrscheinlich viel geradliniger sind und wo alles ein bisschen mehr geregelt ist, da ist es ganz anders eigentlich. Also vielfältiges Feld, vielfältige Menschen, das hat sich für dich bestätigt. Ist ja so, genau. Wenn ich mir vorstelle, ich würde mich jetzt um eine Stelle bewerben, ich fände es ja durchaus ermutigend, mal zu sagen, okay, da gibt es für mich auch sicher einen Platz in dieser Vielfalt, weil da viel gebraucht wird an Kompetenzen, an Fähigkeiten, an Wissen, an Erfahrungshintergründen, ja, die dann damit einbringt. Ja. Sabine, was gibt es in einem Mythos, dem du begegnet bist, der sich für dich entzaubert hat oder bestätigt hat? Ja, ich würde aber sagen, ein bisschen umgekehrt. Ich habe im Studium immer wieder mitbekommen, oder wenn ich einfach mit Personen gesprochen habe, was ich mache, ja, Erwachsenenbildung, dann bin ich immer wieder, oder Pädagogik damals, dann bin ich immer wieder auf das gestoßen, dass viele Personen gesagt haben, ah, das mit Menschen, das kann doch eh jeder. Und irgendwie habe ich mir dann so jetzt
überlegt während der Arbeit, es kann glaube ich nicht jeder und ich glaube, man braucht schon so gewisse ja, ein Grundverständnis von Erwachsenenbildung, von Pädagogik, aber natürlich vielleicht auch einfach so Gefühl, wie ist mit Menschen umzugehen, wie ist es, wie lernen Menschen und so weiter jetzt. Ja, und das hat sich für mich nicht bestätigt. Also ich finde, Erwachsenenbildung kann nicht jeder also machen jetzt so grundsätzlich, einfach ohne Ausbildung, ohne ja, irgendein Vorwissen, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, genau. Okay. Danke, Sabine. Vielleicht Monika, du warst ja so länger nicht am Wort. Gibt es bei dir so eine Meinung, der du begegnet bist, die dich entzaubert hat? Ja, wenn ich sozusagen als Volkshochschule, also dass ich das Programm einer Volkshochschule organisiere, ins Umfeld gehe, dann wird es sozusagen gewertet. Also Erwachsenenbildung wird ganz oft verbunden mit Nachholen von Bildungsabschlüssen, beruflicher Ausbildung, die ganz großen Wert hat, aber eben so wie in anderer Schulbildung kritisiert wird, dass das kreative Potenzial der Kinder brach liegt, dass sie ihren bestimmten Interessen und Begabungen nicht nachgehen können, dass die Schule nicht darauf achtet, dass Kinder gesund aufwachsen können. Also die Volkshochschule hat eben als allgemeinbildende Erwachsenenbildungseinrichtung die Möglichkeit, Begabungen zu fördern, ja, im kreativen Bereich, im handwerklichen Bereich Angebote zu setzen. Ich kann ein Programm gestalten, wo wir mir die Teilnehmer erzählen, weil sie seit 28 Jahren Gymnastik am Vormittag besuchen, sind sie so beweglich, wie sie sind. Und ich glaube eben, Gesundheit ist ein ganz wichtiges Gut für ein glückliches Leben. Und jeder möchte nicht in einen Verein und den Wettbewerbsgedanken, sondern eben auch gesunde Ernährung, gesundes Leben, Bewegung ist ein wichtiges Angebot in unserem Bereich. Genauso wie man bei uns, ich weiß nicht, einmal habe ich durchgezählt, 116 Sprachkurse im Kursjahr an der Volkshochschule Steyr im Programm haben und man lernt halt dann nicht nur Englisch, Latein, Französisch, ja, sondern auch Kroatisch, Russisch, Farsi haben wir im Programm. Also man kann wirklich den Interessen und dem nachgehen, was im Umfeld, im Alltag wichtig ist. Genauso kann man das auch beruflich verwenden, aber es ist ja immer so eine Wertung und dagegen trete ich immer vehement auf, dass ein Menschen mehr ausmacht als das, die Bildung für den Beruf, ja, weil das Leben sehr viel mehr bedeutet. Und ja, da bin ich eigentlich jeden Tag damit befasst, zu erklären, was Bildung sein kann. Ja. Da fällt mir ein, die haben ja gebracht zum Thema arbeitsmarktorientierte Erwachsenenbildung und da wird diese Frage auch ganz stark gestellt. Ja. Also, wie ist das, wenn man Bildung ja nur eng führt auf das verwertbare Wissen, dass man die Kompetenzen, die man quasi am Arbeitsmarkt verkaufen kann? Gibt es ein schönes Beispiel in dieser Ausgabe, wo uns Bildungsberaterinnen berichtet haben, dass sie Klientinnen haben, die eine Ausbildung abschließen und sich dann fürchten, dass sie danach den Job verlieren könnten, weil sie vielleicht das Gleiche machen sollen wie vorher, aber jetzt besser bezahlt werden müssten. Also auch solche absurden Effekte von beruflicher Bildung gibt es dann auch. Und da ist dann nochmal die Frage, wie soll man Bildung anlegen, damit diese Engführung nicht passiert und dass sozusagen der Weg, den man verspricht, dann vielleicht sich gar nicht einstellt. Ja? Genau. Ja, Winfried, welches Mythos über Erwachsenenbildung ist dir begegnet und hat sich bestätigt oder auch aufgelöst? Ja, ist das nicht. Also diese Mythen sind natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, weil ich ja sehr häufig mit Leuten zu tun hatte, die mir nahe waren, aber die so gesellschaftlich sehr am Rand waren, dass dort dieser Zugang zur Erwachsenenbildung gar nicht besteht, weil sie das Wort gar nicht kennen. Und diesen Zugang gar nicht haben. Aber dann diesen Eintritt dann in diesen Bereich dann so sich in zwei Bereiche dann, oder zwei Extreme dann gliedert. Das eine ist so ein starkes Vorurteil, das sind die total Verkopften, die vom Leben keine Ahnung haben und die uns jetzt erzählen wollen, wie das Leben geht. Die eh nur studiert haben und die nie im Leben waren. Und auf der anderen Seite so? Auch das, was nicht früher. Naja, zum Teil natürlich schon. Ja klar, freilich sind wir alle, ne? Aber
Aber was schon auch dann auffällig war in dem Moment, wo sie dann eintreten, in Ausbildungskontexte, dann die Erwartung, so wie ihr es früher angesprochen habt, dieser rein beruflichen Qualifizierung unheimlich stark ist. Ne? Und diese Einführung, die merke ich, ist im Moment auf der einen Seite wirklich ein Mythos und auf der anderen Seite gibt es schon so Tendenzen, dass man halt Bildung immer nur in beruflichen Zusammenhängen sieht. Und das würde ich sehr kritisch sehen. Das ist für mich einfach nicht so. Es geht ja in ganz andere Bereiche. Also wo jetzt wirklich Innovation passiert. Ne? Innovation passiert ja in ganz anderen Bereichen. Nicht jetzt nur aus Kompetenzorientierung heraus. Und da haben wir schon eine Chance, glaube ich, in der Erwachsenenbildung, dass wir diese reine Kompetenzorientierung schon ein bisschen übersteigen können, weil wir schon irrsinnig lang, ne, geschichtlich halt in diesen informellen Bildungskontexten unterwegs sind, nicht in den formalen, sondern in den informellen. Das ist schön. Ja. Ich bemerke ein bisschen, manchmal, wenn du etwas lauter sprichst, verstehen wir dich ein bisschen besser. Ja. So. Das glaube ich. Vielleicht kannst du ein bisschen mit darauf achten, ich kann es von hier aus leider nicht steuern. Danke dir. Ja, das führt uns jetzt nochmal so quasi eine inhaltliche, fachliche Diskussion auch, der Bildungsbegriff. Ich möchte jetzt zurückkommen zu unserem Thema Berufseinstieg ein Stück weit. Ich möchte auch Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jetzt zu diesen Mythen und Bildern, die man hat von Beruf Erwachsenenbildung, echt befragen. Aber vorher die Gelegenheit nutzen, es gab ein paar Fragen im Chat, vielleicht können wir so Informationswissensfragen, vielleicht können wir die kurz noch klären. Frau Scherer hat da geschrieben, jetzt an dich, Monika, gerichtet, ist es eigentlich möglich, neben dem Studium schon beratend tätig zu sein? Braucht man da einen Abschluss dafür, einen Bachelor-Abschluss? Also neben dem Studium, ich war, glaube ich, auf dem ersten Semester, auf dem zweiten Semester sozusagen in der Studienrichtungsvertretung engagiert und habe ganz viel Beratungserfahrung mit Erstsemestrigen im Studienverlauf zur Orientierung im Studium gesammelt und eben auch vor meinem Abschluss bei For Students in der Verwaltung zum Arbeiten angefangen. Also eine Organisation von einer Veranstaltung, Engagement an der Universität setzt in keinster Weise einen Abschluss voraus und die Universität ist ein ganz attraktives Arbeitsfeld, ja, um eben Erfahrung sammeln zu können, das dann eben in anderen Fällen vorweisen zu können. Ja, in keinster Weise setzt das einen Studienabschluss voraus. Es ist das, wie man sie eben an der Universität engagiert. Und ich glaube, da kommt das sehr auf genaue Betätigungsfeld an. Also wenn ich jetzt dich anschaue, Stefan, zum Thema Beratung, es gibt ja durchaus Bildungsberatung, wo es sehr klare Zugangskriterien gibt, wer dort beraten darf oder nicht. Ja, ja, also das ist tatsächlich so, je nachdem, mit welchem Projekt man arbeitet, gibt es Vorgaben seitens des Geldgebers, des Fördergebers. Im AMS-Kontext wird sehr oft schon Berufspraxis, also Stunden von Trainingsstunden zum Beispiel verlangt. Ansonsten, ja, also in der Beratung würde ich mal sagen, ist es ohne irgendeine Beratungsausbildung mittlerweile sehr, sehr schwer, irgendwie Fuß zu fassen, beziehungsweise irgendeine Praxis im Beratungsbereich oder in einem anderen Bereich der Erwachsenenbildung wird sehr oft vorausgesetzt, sage ich mal so. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Grundausbildung sozusagen ist meistens der Regel. Genau. Ja. Also es sind Psychologen genauso, die in der Bildungsberatung landen, dann, also die vielleicht auch eine Zusatzausbildung in der Beratung haben, aber jetzt frisch eingestiegen nach dem Studium in die Bildungsberatung ist wahrscheinlich, also es ist nicht der Bereich, in dem man als Erster reinkommt in der Erwachsenenbildung. Mhm. Ist schon so meine Erfahrung. Ja. Woran liegt das, glaubst du? Ist es so, dass man einfach einen breiten Überblick braucht und Erfahrung, um dann gut beraten zu können? Naja, also die Beratung ist ja im Prinzip eine sensible Angelegenheit, wenn man so will. Die Leute, die bei uns in der Bildungsberatung gekommen sind, da ist oftmals jetzt nicht nur, da geht es nicht nur darum, Fragen zum Bildungssystem zu beantworten oder Fragen, was gibt es für einen Kurs dort und da, sondern das sind oft Leute, die in Umbruchsphasen kommen, Leute, die nach einem Burnout kommen, Leute, die eine schwierige Phase durchmachen, die ihren Job verloren haben. Also da sind so psychosoziale Themen oder sage ich mal, oft auch dabei. Ja? Und so gesehen ist es so, dass die
einerseits die Fördergeber, aber andererseits auch die Arbeitgeber Leute schon bevorzugen, oftmals, die, wo man weiß, die haben schon Beratung, Erfahrung, die haben schon mit Leuten gearbeitet, die können in diesem 1:1 Setting auch mit den schwierigen Themen umgehen. Ja, also ich würde das auch bestätigen, so mit meinen Beobachtungen, dass die Bildungsberatung weniger ein Berufseinstiegsfeld ist, aber sozusagen eine mögliche, wenn man oft sagt, horizontale Karriere in der Erwachsenenbildung. Man steigt in den Bereich ein und dann findet auch der Umstieg in den Bereich Bildungsberatung und Coaching und so weiter auch statt. Ja? Mhm. Fein. Es ergibt sich gerade so, dass einige Fragen im Chat auch eintrudeln. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal bei diesen Fragen, damit wir unser Publikum da auch gut abholen. Da ist zum Beispiel auch eine Frage, die vielleicht auch für dich, Monika, ganz gut passen würde. Ist jetzt sozusagen ein Bachelor-Abschluss, also was muss man für Kriterien mitnehmen, um als Trainerin zum Beispiel an einer Volkshochschule tätig zu sein? Ist es der Bachelor-Abschluss, reicht es aus oder braucht man eigentlich was ganz anderes? Ist das so einheitlich beantwortbar? Man braucht ein Fach, das man unterrichten möchte. Ja? Also wenn man bei uns einen Deutschkurs unterrichten möchte, nützt ein Bachelorabschluss in einem Pädagogikstudium gar nichts, da braucht man das. Ja? Oder man hat eben eine Fremdsprache, die man unterrichtet, oder man hat ein Handwerk, einen kreativen Inhalt, Fitnessinhalt, also man braucht ein Fachwissen, das man verwickeln möchte, und das Pädagogikstudium gibt einem dann das methodische, didaktische Können, die Umsetzung, ja, aber das Fach ergibt sich daraus nicht. Ja. Also man kann jederzeit an einer Volkshochschule sich als Referentin, Referent bewerben, aber man muss den Inhalt sozusagen vermitteln können. Ja. So. Also was ich auf der Ebene ist, dass Personen mit einem Abschluss in Pädagogik, Erwachsenenbildung durchaus quasi als Fach sowas mitbringen, wie natürlich Pädagogik, aber viel dieses Thema soziale Kompetenzen, solche Skills sozusagen, und dann als Fach auch unterrichten. Ja? Also wenn ich an meine eigene berufliche Entwicklung denke, habe auch zunächst einmal Gruppendynamik, Teamwork, solche Dinge unterrichtet, die ich auch im Studium auch angeeignet habe. Ja? Mhm. Fein. Genau. Wenn wir da gleich bleiben, vielleicht darf ich das Wien für dir zuspielen. Da gab es auch eine Frage, wie ist es eigentlich, wenn man in der Erwachsenenbildung Selbstständigkeiten queren möchte? Ist da die Ausbildung sowas wie das Zugangskriterium, oder ist das eigentlich nach wie vor recht ungeregelt? Da hast du sicher mehr Erfahrung noch dazu. Ja, die Ausbildung, die hat mehrere Funktionen. Also eine ist natürlich die fachliche Qualifizierung, ob das so wie bei mir im Handlungsorientierten ist oder in der Unternehmensberatung oder im Coaching. Und auf der anderen Seite ermöglicht sie natürlich sowas wie Vernetzen. Und ohne diese Vernetzung in den Bereichen nicht aus. Und da bietet natürlich eine Ausbildung unglaubliche Chancen. Nur sind diese Ausbildungen in den letzten Jahren halt unglaublich inflationär geworden. Es gibt wahnsinnig viele am Markt. Es gibt sehr viele, die auch an Universitäten natürlich andocken mittlerweile. Also Universitätslehrgänge oder Studien. Mittlerweile kann man ja Coaching studieren und Beratung studieren, was total sinnvoll ist. Aber ich vermute, im Moment kommt man um eine Ausbildung nicht herum, außer man ist in meinem Bereich in einem anderen Feld sehr erfolgreich und wird gut wahrgenommen. Also das merke ich sehr stark in meiner Form der Beratung und der Unternehmensberatung und des Coachings, dass sehr viele Leute aus dem Sport beispielsweise den Bereich sehr, sehr schnell anrufen, ohne Ausbildung. Also die eben was weiß, wie sie zu Erfolgen kamen. Und natürlich auch Leute, die sehr gut Unternehmen geleitet haben, was gegründet haben, was erfunden haben. Die sind dann im Bereich der Beratung natürlich auch sehr gefragt, und die kommen sehr häufig ohne Ausbildung aus. Machen das zum Teil auch sehr gut. Holen die sich unter Umständen danach, kommen dann irgendwie auf ein anderes Niveau dann natürlich mit der Zeit. Aber da braucht man schon eine sehr hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Was du ansprichst, ist gegenübergestellte Thema Qualifikation und Kompetenz sozusagen. Ja? Wenn du sagst, Sportler, die als Trainer aktiv werden, Unternehmens,
Chefs sozusagen und Chefinnen, die dann in der Erwachsenenbildung als Trainer, als Coaches noch tätig werden, da ist auf die Karriere sozusagen umgekehrt und die haben gewisse Kompetenzen und Erfahrungen, die sind für andere Goldes wert. Vielleicht haben sie die pädagogische Qualifikation noch nicht und eignen sich die nachträglich an. Es gibt in Österreich auch das schöne Modell der WBA, der Weiterbildungsakademie, wo man ja und am Weiterbildungsweg dann auch einen Abschluss in der Erwachsenenbildung erwerben kann, ohne ein Studium zu haben, indem man Berufserfahrung nachweist und einzelne Weiterbildungen, die man absolviert hat. Um jetzt nochmal kurz zu der Frage zurückzukommen, von der wir auch ausgegangen sind, die war ja auch, ist es möglich, sozusagen dann auch selbstständig einfach da zu arbeiten? Mein Kenntnisstand ist ja, dass es ein bisschen auch davon abhängt, welches Betätigungsfeld man sich da genau sucht. Also klassisch als Kursleiter, Trainer in der Erwachsenenbildung tätig zu sein, selbstständig, das kann man eigentlich im Grunde mal ohne weiteres, das ist nicht geregelt. Sehr wohl aber, wenn man zum Beispiel in den Bereich des Wirtschaftstrainings geht und einen Gewerbeschein haben möchte, dann muss man sich natürlich einmal sozusagen so einen Qualifikationsnachweis bei der Wirtschaftskammer unterziehen, damit man diesen Gewerbeschein auch bekommen kann. Ja? Genau, das ist vielleicht wichtig. Also sozusagen der Abschluss in Erwachsenenbildung ist nicht zwingend Zugang zu bestimmten Betätigungsfeldern, das ist noch sozusagen teilweise recht vage geregelt in Österreich. Mal schauen, ob es so bleibt. Kann sein, dass wir in 10 Jahren da andere Situationen erleben. Wenn man schaut in den Bereich der Supervisionen, da geht es gerade ziemlich rund, da wird heftig sozusagen gestritten zwischen Wirtschaftskammer und Supervisorenverband, wer das darf und wer nicht. Ja? Also da gibt es natürlich auch Interessenskonflikte dahinter. Genau, ja. Gut. Ich nehme jetzt noch 2 Fragen auf aus dem Publikum, dann würde ich gerne die Umfrage starten. Sören hat da geschrieben, ist Überqualifizierung am Arbeitsmarkt durch Weiterbildung und dadurch entstehende Denkung im Arbeitsmarkt wirklich ein verbreitetes Phänomen? So, da komme ich jetzt nicht gleich ganz mit, was das mit unserem Thema zu tun hat, vielleicht verstehe ich es noch nicht ganz. Der Arbeitsmarkt der Erwachsenenbildung, weil Überqualifizierung ist hier, glaube ich, kein primäres, also kein großes Thema. Habt ihr dazu eine Antwort parat? Oder vielleicht war das im Kontext des Magazins gedacht, das ich vorhin erwähnt habe, zum Thema Arbeitsmarkt. Also Überqualifizierung und Arbeitsmarkt in der Erwachsenenbildung. So. Entschuldigung. So, jetzt haben wir ein bisschen durcheinander gesprochen. Vielleicht mehr Winfried. Ja, also was mir immer wieder begegnet, ist natürlich, wenn junge Leute auf den Markt kommen, dass sie mit sehr, sehr extrem niedrigen Stundensätzen beginnen. Die haben Top-Qualifizierung, die haben super Studien, die haben ein Doktorat, die kommen von der Uni und arbeiten dann für 20 Euro in der Stunde. Brutto unter Umständen. Und das ist ein Thema. Also wie kann dieser Markt, in dem sie sich da bewegen, in irgendeiner Form sie so entlohnen, dass es für sie entspricht und für sie in irgendeiner Form gut leben können. Also da ist Überqualifizierung mal wirklich ein Thema. Ja? Klar, wenn man so vielleicht ein falsches Segment dann da was Also die Qualifikation steht nicht immer im direkten Zusammenhang linear mit dem, was man an Verdienst machen kann. Ne? Genau, ja. Das sieht man, ja. Monika, du hast vorhin ein kurzes Wort erhoben. Möchtest du zu der Frage noch was sagen? Ja, ich denke, wenn es eine Stellenausschreibung gibt, dann werden da Qualifikationen angeführt und nach denen wird man in diesem Bereich eingestuft. Wenn man die übererfüllt, dann stellt sich halt der die Stelle vergibt, die Frage, ob man damit unzufrieden ist. Ja, aber überqualifiziert in dem Sinne, wenn man vermitteln kann, dass man das Tätigkeitsfeld interessiert und eben man nicht andere Erwartungen hat, als das, was angeboten wird, denke man kann nicht hinderlich sein. Ja? Also aus meiner Erfahrung ist man in dem Sinne überqualifiziert, wenn man mit einem Doktorat nur im wissenschaftlichen Bereich arbeiten möchte, ja, aber wenn man andere Bereiche genauso interessant findet und eben diese wissenschaftliche Herangehensweise für andere Aufgabenfelder nützt, dann ist es nicht hinderlich, auf keinen Fall. Okay. Eine Frage hat uns noch erreicht, die spiele ich noch auf und dann möchte ich meine Umfrage machen. Es war vorher bei eurer Vorstellrunde ein bisschen herauszuhören, dass es schon eine Rolle spielt, sich abzuheben sozusagen. Ja? Also bei dir, Stefan, haben wir das angesprochen. Private Erfahrungen, Interessen, die man hat, die können einen Unterschied machen, sozusagen, wenn ich mich bewerbe um eine Stelle. Oder bei dir, Sabine,
die Erfahrung als Musikerin, gewohnt zu sein, auf der Bühne zu stehen, ist auf der, wird sozusagen als eine Kompetenz erlebt von Arbeitgebern zusätzlich zur Qualifikation, die vielleicht einen Unterschied macht. Sarah hat da die Frage in den Chat gepostet, wie kann man sich abgesehen von Zusatzqualifikationen abheben? Wie macht man sich da einen Namen? Wie war es denn bei euch? Fällt euch da was ein oder habt ihr Beobachtungen dazu? Wie fällt man auf in der Masse? Also ich könnte da Erfahrungen die ich von Studierenden, die Praktikas gemacht haben und der eine oder die andere auch dann bei uns gearbeitet hat in der Zeit der Bildungsberatung, Bildungsnetzwerk, da war einfach auffällig, das sind durchaus, das waren, also die haben grundsätzlich einmal ihr Praktikum in einer Erwachsenenbildungseinrichtung gemacht, die sich ausgesucht haben, weil sie gesagt haben, genau der Bereich interessiert mich. Und das waren durchaus Leute, die sehr eigeninitiativ gearbeitet haben. Das heißt, die haben nicht lange gebraucht, um sich einen Bereich zu suchen in der Institution, wo sie sagen, ja, da setze ich jetzt meinen Schwerpunkt, da mache ich jetzt was. Und das nehme ich auch ganz selbstständig in die Hand. Sei es im Evaluieren, Telefonumfragen dann machen und auswerten. Das waren so also Recherchetätigkeiten, sagen, ja, da gibt es ein Thema, das ist gerade aktuell, ich nehme das in die Hand und ich recherchiere. Also es geht darum zu sagen, ich ein Praktiker zum Beispiel, nicht, ich warte nicht drauf, dass mir jeden Tag Arbeit gegeben wird, sozusagen, sondern ich schaue, was gibt es da, was kann ich da im Rahmen dieser Institution machen und wie kann ich mich eigeninitiativ einbringen und wie kann ich selber Schwerpunkte setzen. Und wenn man schon einen Schwerpunkt hat, das haben wir auch gehabt, bei Leuten, die Bachelor- oder Masterarbeiten geschrieben haben, die haben gesagt, ja, sie haben da Interesse, sie würden da gern quasi die Arbeit oder Umfrage machen oder eben wissenschaftlich zu einem Thema schreiben, wie zum Beispiel, wie evaluiere ich Qualität von Vortragenden oder so, haben wir jetzt einmal gehabt. Also so, man kommt mit einem Thema rein, das der Institution hilft, wo man sagt, da kann man gut zusammenarbeiten, das passt und man schafft das selbstständig durchzuführen. Natürlich mit Unterstützung der erfahrenen Kollegen, aber im Grunde genommen sehr eigenverantwortlich. Und das sind also dann auch die Leute, die, wenn ein Job also ausgeschrieben ist, die man sich hernimmt als Erster und die man kontaktiert und man denkt, okay, das hat gut geklappt, die Zusammenarbeit, das war sehr eigeninitiativ und ja, also der Eindruck quasi, den man macht beim Praktikum oder bei einer Masterarbeit, das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Also durchaus auch hier wieder initiativ werden, Ideen einbringen, kreativ. Und ich höre auch ein bisschen raus, wenn man ein Problem sieht, das besteht, wo sich jemand um eine Lösung kümmern sollte, dann kann man auch auffallen, oder? Also quasi eine Beobachtung genau. Teilen und sagen, da könnte man was recherchieren, da könnte man was machen, da könnte ich was dazu ausarbeiten, ist auch eine Möglichkeit, wo man aufzeigen kann, dass man eigeninitiativ einfach auch auf Probleme zugeht und um Lösungen sich bemüht. Ja, ja, ich würde da gerne jetzt mal eine Umfrage dazwischen schalten an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Wir hören ja unterschiedliche Aspekte, wie sozusagen Berufseinstieg gelingt, wie dieser Weg gelingt. Ich habe jetzt vorbereitet so einige Annahmen, wie man eigentlich Karriere in der Erwachsenenbildung macht und möchte Sie einladen, an dieser Umfrage teilzunehmen. Was ist da sozusagen dazu zu sagen? Sie können mehrere Antworten anklicken. Ich würde vorstellen, suchen Sie sich mehr als drei aus, sonst verschwimmt das Ergebnis total. Aber die drei, die Sie am wichtigsten finden, schauen wir uns die an. Und das Klicken geht schon los, sehe ich im Hintergrund. Sie sehen die Ergebnisse noch nicht. Ich schalte es dann frei, wenn es passiert ist. Beteiligen Sie sich jetzt gerne an dieser Umfrage. Ich gebe Ihnen mal ein bisschen Zeit, um zu schauen, was da ein Ergebnis rauskommt und wer es dann auf unserem Podium zuspielen, damit wir es ein bisschen diskutieren können, ob dieses Ergebnis sozusagen auch euren Wahrnehmungen entspricht, ob wir da was ja, vertiefend diskutieren können. Bin schon mal gespannt, wie macht man Karriere in der Erwachsenenbildung. Durchaus interessante Frage in dem Zusammenhang ist ja auch, was verstehen wir da unter Karriere? Ja? Das haben wir hier natürlich nicht vorausgesetzt. Das können wir vielleicht dann auch nochmal kurz ansprechen. Bedeutet Karriere in der Erwachsenenbildung.
paar Fragen an uns jetzt. Entschuldigung, das, also, da möchte ich dann nochmal darauf zu sprechen kommen, das war jetzt noch nicht so, das war noch rhetorisch. Ja, ich zähle jetzt noch von 5 okay, runter und dann schließe ich die Umfrage. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Nämlich 5, 4, 3, Sie können noch kurz klicken, 2, 1 und dann beenden wir die Umfrage und schauen uns an, was ist dabei rausgekommen. So, ich hoffe, Sie sehen jetzt alle die Ergebnisse. Die häufigste Nennung ist hier Kooperation und Teamfähigkeit, gleich auch mit konkrete Fähigkeiten und Kompetenzen, die man mitbringt, ja, was wir vorhin in der Diskussion auch ein wenig hatten. Zusatzqualifikationen an dritter Stelle, wenn ich das richtig jetzt anschaue, mit den richtigen Leuten bekannt sein an vierter Stelle. Dann kommt gute Ausbildung und auch zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein. Also das Glück, das Quäntchen Glück spielt eine Rolle und alle anderen Punkte sind eigentlich weit abgeschlagen dahinter, dass irgendwann mehr leisten als verlangt wird und so weiter und so fort. Bereitschaft außerhalb der gewöhnlichen Zeiten. Also Bereitschaft zu ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten, sich was aufbauen, dann profitieren, Lebensstil, Ellbogentechnik, das hat hier wenige Nennungen erhalten. Jetzt schaue ich mal euch vier an, was denkt ihr von diesem Ergebnis? Ist das repräsentativ? Deckt sich das mit euren Erfahrungen? Also vielleicht schauen wir mal die Top 3 an, ja, die hier genannt wurden. Wie macht man Karriere? Nämlich Kooperation und Teamfähigkeit zeigen, konkrete Fähigkeiten und Kompetenzen haben und Zusatzqualifikationen. Was denkt ihr dazu? Entspricht das euren Erfahrungen oder widerspricht ja. jemand total? Ja, das könnte schon so stimmen. Also, könnte so stimmen? Ich glaube schon, dass diese Kooperation. Okay? Ja, also Kooperation, Teamfähigkeit würde ich schon wirklich sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, warum ist es so wichtig? Ja, ich glaube also, dass dieser erste Einstieg in das Feld, ne, in das Berufsfeld, ja sowieso nur über Kooperation. Also über wirklich, das deckt sich ein bisschen auch, dass wir mit diesen richtigen Leuten bekannt sind, aber das ist eher so ein bisschen in Richtung Seilschaften getriggert. Mhm. Eher, dass man sich mit Leuten und die mit denen man sich gut versteht, wo man inhaltlich irgendwie auch ganz gut so andocken kann, die wo es durchaus eine freundschaftliche Nähe gibt. Und aus dem entwickeln sie dann also Netzwerke heraus, das kann man auch gut beschreiben, so denke ich, also szenenartig gestaltet sie das. Und das kann man schon und dann wirklich langfristig einfach zu einer Karriere kommen. Also einfach auch dann dort zu bleiben. Was schon, glaube ich, dazugehört, wäre auch, dass man manchmal auch durchaus Dinge sagt, die jetzt nicht alle sagen. Also durchaus auch ein bisschen auffallen, durch vielleicht ein bisschen kontroversielle Standpunkte. Und gerade dann, wenn das auch noch über eine Szene dann auch noch repräsentiert wird, ne, also über eine Gruppe von Leuten, da kommt es dann auch stärker in die Wahrnehmung. Ne? Und dann kann man schon auch freier agieren. Also ich habe oft das Gefühl, es wird einfach so viel an Binsenweisheit manchmal in unserem Bereich vermittelt, das jeder kennt. Ne? Das kennt man der Michel sehr, sagt jeder, der drin sitzt in einer Vorlesung, in einem Seminar, in einer Lehrveranstaltung, kann das, was dort gesagt wird, jederzeit googeln. Jederzeit, wenn man es macht. Also manchmal geht es auch darum, Dinge neu zu kombinieren, kontroversiell zu kombinieren und dann halt über so eine Kooperation auch wirklich gut nach außen zu kommen. Das kann, glaube ich, langfristig zu einer sehr guten Karriere. Ich finde, Winfried, du hast jetzt was sehr, also ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt zwei Dinge da zusammengeführt hast. Dieses Kooperieren, Teamfähigkeit, mit den richtigen Leuten bekannt sein, Netzwerken sozusagen, das ist ja heute schon mehrmals gefallen. Viele von euch haben berufliche Schritte gemacht, weil sie das angeboten bekommen haben, bei den richtigen Leuten sichtbar geworden sind sozusagen. Auf dem haftet oft so in Gesprächen auch der Nimbus an, das ist so quasi wie Türklinken putzen, man muss über ein Gesicht zeigen, Seilschaften, wie du das genannt hast. Aber du hast da gesagt, das ist sozusagen, da geht es um mehr, da geht es oft darum, eben Kontakte pflegen und eben auch da sichtbar werden und vielleicht kooperieren, was gemeinsam machen, aber Thema interessant ist, diskutieren und so sozusagen einen Kontakt pflegen, der über sozusagen ein oberflächliches Kontakthalten oder Kontaktaufbauen hinausgeht. Ja? Monika, wie ist deine Erfahrung dazu? Das fällt sehr schnell auf. Ja.
Also so wie ich glaube, also man kann sich dadurch auszeichnen, wenn man wenn man das so wahrnimmt, dass konkrete Fähigkeiten, Kompetenzen das mit einschließt, dass man sich für aktuelle Entwicklungen interessiert und die eben aufgreift, ja, so wie der Winfried schon gesagt hat, wenn man nicht nur in diesem System wiederholt, sondern erkennen lässt, dass man Gestaltungswille hat, Interesse an zukünftigen Entwicklungen, an aktuellen Entwicklungen, eben so wie der Stefan erzählt hat, dass er eine neue Ausbildung zu dem Moment gemacht hat, wo es ganz angefangen hat, eben dass es diese Ausbildung zum ersten Mal gab. Also das, dass man aktuell und interessiert am aktuellen, also an dieser Wirklichkeit, in der wir leben, das ist, denke ich mal, das, was an abhebt von anderen. Also ein Gestaltungswille, eine Idee, wohin es gehen könnte, was man aufgreifen sollte. Und da ist zum richtigen Zeit, am richtigen Platz zu sein, ja, das bedingt sie. Ja? Also das kann ich eigentlich in dem Sinne bestätigen. Ja. Mhm. Also es klingt ja nach so einem Konglomerat, oder? Also man muss eine gute, also Ausbildung sollte man mitbringen, aber zumindest irgendwie einen bestimmten Bereich, in dem man sehr satt Kompetenzen hat, so wie das Winfried früher beschrieben hat, wie ein Spitzensportler, der was im Mentaltraining vermittelt vielleicht, ja. Aber dann natürlich eben auch Kontakte aufbauen, pflegen, schauen, dass man sozusagen auch dort, wo man gern hin möchte, mit Leuten bekannt wird, das scheint eine Rolle mitzuspielen. Ja? Sabine, was denkst du zu diesem Ergebnis? Wir hören dich gerade nicht, Sabine. Ich glaube, ich muss gerade schauen, das Mikro ist, glaube ich, nicht deaktiviert. Ja, geht wieder. Danke. Okay. Ich denke ähnlich wie die Monika und der Winfried, muss ich sagen. Für mich ist eben eigentlich ein Bereich von den ganzen Antworten, also aus allen, ein bisschen etwas. Ich glaube einfach, Karriere zu machen, ist natürlich jetzt auslegbar, was ist Karriere? Für den einen ist Karriere das, für den anderen ist Karriere das. Und eben dafür, für diese Art, für diese individuelle Art von Karriere, brauche ich eigentlich dann auch individuell diese Antwortmöglichkeiten vielleicht. Und ich glaube, somit kann man das gar nicht so allgemein sagen, was braucht man für Karriere, weil jeder sieht eben Karriere unter was anderem. Und wobei ich mir auch ganz sicher bin, so eine persönliche, individuelle Karriere ist schon auch machbar, wie die Monika eben gesagt hat, indem, dass man sich hervorhebt, indem, dass man sagt, eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, da bin ich und das kann ich, und vor allem auch das Netzwerken, das ist für mich eigentlich auch eines der wesentlichsten Elemente zur Karriere, sich sichtbar machen. Mhm. Mhm. Stefan, mit dir würde ich ja gerne auf das andere Ende sozusagen dieser, also der Ergebnisse schauen, also die Dinge, die da kaum geklickt wurden. Ellbogentechnik braucht man nicht in der Erwachsenenbildung, ist das so? Meine Erfahrung ist, dass man es nicht braucht, aber wie das schon öfter gesagt wurde, also auffällig sein oder Engagement und Initiative zu zeigen, ist das, was es braucht. Das heißt nicht, dass man andere wegboxen muss, aber man braucht natürlich man muss gesehen werden, sage ich. Das ist ganz sicher so. Und ich denke mal, jeder hat die Gelegenheit, quasi sein Engagement zu zeigen, ohne dass man andere bewusst versucht auszustechen oder so. Also man muss sich halt diesen Stück weit auch seinen Teilbereich oder seine Nische, und ist vielleicht zu klein gesagt, aber seine Themen suchen, wo man ein echtes Interesse hat. Weil dann ist es authentisch und dann wird man auch rausstechen, sage ich jetzt. Also ich denke mal, authentisch sein ist da ein ganz wichtiger Punkt. Man braucht schon eine Prise, also man braucht tatsächlich ein Interesse an dem Feld und an den Themen, die dieses Feld haben. Und wenn man das hat, dann wird es auch nicht so schwer fallen, wahrscheinlich sich da vielleicht mehr als andere Wissen anzueignen oder Engagement zu zeigen. Also Ellbogentechnik wäre mir noch nicht aufgefallen, dass das wichtig ist in dem Sinn. Okay. Ja, fein. Ja, und was da sonst noch ist.
Also es gibt eine Reihe von Aspekten, die dann noch gekommen sind. Zum Beispiel, also die Frage, hat man Bereitschaft, sich zu ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten? Ja, die habe ich ja auch deswegen reingestellt, weil viele wissen, wenn sie, denke jetzt an dich, Sabine zum Beispiel, wenn man im Bildungshaus tätig ist, da finden wohl viele Veranstaltungen am Abend und am Wochenende statt. Wenn man sagt, ich möchte bitte einen Montag bis Freitag 9-to-5-Job, dann ist man dort wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Ja? Oder Sabine, ist das so? Ja, also es ist ganz sicher so. Also das kann ich sagen, wenn man nicht zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten will, dann besser nicht in einem Bildungshaus. Mhm. Es ist eben sehr viel Samstag-Sonntag-Veranstaltungen am Abend und man muss halt einfach trotzdem da eine gewisse Flexibilität mitbringen. Und die ist auch wichtig. Und da finde ich wiederum, dass es wichtig ist, eben auch mit den Arbeitgebern sie irgendwie Vereinbarung zu machen, eine gute, wo man sagt, okay, jeden Tag am Abend ist dann irgendwann einmal, oder jedes Wochenende ist dann irgendwann einmal viel. Ja, okay, danke. Danke für dieses Ergebnis. Ich würde gerne eine Frage aufwerfen, die glaube ich viele beschäftigt. Wir haben uns jetzt sehr auch beschäftigt mit so quasi Faktoren, wie gelingt der Berufseinstieg, wie falle ich auf, was ist da wichtig. Was scheinbar außer Streit zu stehen scheint, ist, dass eine gute Qualifikation und Ausbildung oder zumindest eben satte Kompetenzen in einem bestimmten Bereich, die man irgendwie auch in Lehre vielleicht ummünzen kann, ganz, ganz wichtig sind. Aber wie finde ich denn eigentlich einen Job in der Erwachsenenbildung? Also läuft das jetzt wirklich alles nur über Netzwerke oder wo wendet man sich da hin? Wie habt ihr das eigentlich gelöst? Können Sie mal was dazu sagen? Sabine, bei dir haben wir es ein bisschen gehört in der Vorstellrunde schon sozusagen. Also du musstest nicht suchen, du wurdest gefunden. Ja, in meinem Fall muss ich sagen, ist es eben das gewisse Glück auch, das da mitgespielt hat. Also ich wurde gefunden. Ich muss aber sagen, ich habe mir schon überlegt, was mache ich jetzt dann, wenn ich fertig bin und wie gehe ich das an. Und ja, natürlich, da ist es vielleicht mal wichtig, dass man sich vorerst, oder das habe halt ich zumindest gemacht, einmal vorerst Gedanken macht, in welche Richtung ungefähr soll es denn gehen. Beziehungsweise hat sich das bei mir durch die Praktika eben auch ergeben und durch das, ja, durch die Einsicht, die ich einfach schon ein bisschen gehabt habe in der Erwachsenenbildung. Wenn man das noch nicht hat, in welche Richtung es gehen soll, wäre es für mich jetzt schwer gewesen, wobei ich sagen muss, es soll vielleicht eine ungefähre Richtung sein. Will ich jetzt Trainer oder Trainerin werden? Will ich im Bildungsmanagement arbeiten? Will ich, ja, was auch immer machen? Und ich glaube, danach ist es auch vielleicht einfacher zu suchen, würde ich mal sagen, wenn man nicht gefunden wird. Hast du Beobachtungen von Studienkolleginnen von dir, die vielleicht noch studieren oder auch gerade abgeschlossen haben oder schon länger jetzt fertig sind, wie die vorgegangen sind, um eine Stelle zu finden? Wie sie vorgegangen sind, bin ich mir nicht ganz sicher oder habe ich keinen Einblick so direkt. Was ich mir aber schon sicher bin, ist, dass es im Studium jetzt bei uns, oder was mir aufgefallen ist, viele von uns arbeiten nicht direkt in Erwachsenenbildungseinrichtungen jetzt so per se, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass jetzt vielleicht nichts mit Erwachsenenbildung zu tun hat. Ein klassisches Beispiel ist, ich habe meine Masterarbeit eben im Bereich Personalentwicklung geschrieben, ist natürlich eigentlich auch ein Erwachsenenbildungsbereich, wissen aber viele nicht, dass da auch ja, Erwachsenenbildner, Bildnerinnen tätig sein können und sogar eigentlich einen wichtigen Einsatz leisten könnten. Und somit, wenn jetzt jemand sagt, er ist im Personalentwicklungsbereich, heißt das jetzt nicht, dass er nicht mit Erwachsenenbildung in Berührung kommen ist. Genau, und ich glaube, dass daher auch die vielfältige Berufsmöglichkeiten sich ergeben und man das so nicht direkt sagen kann. Mhm. Stefan, du bist ja lange Jahre Bildungsberater gewesen. Mhm. Wie findet man einen Job in der Erwachsenenbildung? Auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich meine, wie gesagt, eine Erfahrung habe ich schon mitgeteilt, dass es einfach so ist, dass man mit den Institutionen, wo man im Rahmen des Studiums Kontakt gehabt hat, in Kontakt bleibt, nachdem
ein Praktikum, eine Arbeit geschrieben wurde dort und so weiter. Also dass man einfach da schaut, dass man dann einen Kontakt hält und dann einfach ein Interesse bekundet und hinterlässt. Das ist einmal das eine. Wie gesagt, ich selbst habe es über Ausschreibung erfahren, ganz normal aus der Zeitung, wobei schon die Erfahrung ist, dass das nicht jetzt so häufig, dass da nicht so viel drinnen steht jetzt in Bezug auf die Erwachsenenbildung. Ich habe was noch ist, also es gibt, ich habe jetzt wieder mein Bachelorstudium Pädagogik weitergeführt, wobei ich mir noch nicht sicher bin, wie ernsthaft ich das weitermachen werde, aber da habe ich mitbekommen, dass jetzt mittlerweile sehr viel über Gruppen, also Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, also dass da sehr viel Information weitergegeben wird, Ferialjobs, erste Erfahrungen sammeln in Projekten, wo man mitarbeiten kann und so weiter. Also ich denke mal, das ist auch gut, um quasi eben diese ersten Kontakte zu knüpfen, die man dann verwenden kann, wo man dann einfach wiederum hinterlässt, dass es also Interesse gibt, dort zu arbeiten. Also das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Ja, was noch? Was fällt mir noch ein? Das sind eh schon wichtige Antworten. Sind schon, ja, also. Die du da gibst, ja. Also es ist sozusagen durchaus es ist vielleicht kein Schattenarbeitsmarkt, aber es ist ein Arbeitsmarkt, das wäre auch meine Beobachtung, der oft quasi an öffentlichen Ausschreibungen ein Stück vorbeigeht, ja. Also wo viele Stellen einfach besetzt werden aus eben, sagen wir mal, im Rahmen von anderen Recruiting-Prozessen, wie man hat Praktikanten, Praktikantinnen, die einem bleiben. Man kennt Leute, von denen man weiß, die bringen die Fähigkeiten, das Wissen oder spezifische Erfahrung mit, die man genau in diesem Job brauchen würde. Das beobachten wir auch so häufig. Wir haben auf erwachsenenbildung.at, postet da kurz einen Link rein in den Chat, seine Seite, wo wir Jobportale gelistet haben, wo man nach Stellen suchen kann. Diese Webseiten, die wir da gelistet haben, die haben zu dem Zeitpunkt, als wir sie in die Liste aufgenommen haben, doch eine gewisse Zahl von Stellen in der Erwachsenenbildung aufgewiesen. Ja, wir prüfen das jetzt nicht wöchentlich, aber das sozusagen, da sollte man was finden können. Unser Eindruck ist aber auch, wenn man auf solchen Jobportalen sucht, dass man dann hauptsächlich Stellen im Bereich der Lehre und des Trainings findet. Ja, also das ist sozusagen offenbar sicher die größte Berufsgruppe auch, aber das wird dann am meisten auch wirklich ausgeschrieben. Ob das jetzt Training für Englisch ist, ob das DAF-TAZ ist, wie Monika Steuselberger früher erwähnt hat, da wird man sicher leichter fündig, als wenn man so sehr Spezifisches sucht, wie Projektstellen, wie vielleicht eine Arbeit in der Forschung oder ähnliches. Da sozusagen, es lohnt sich wahrscheinlich anders vorzugehen, die relevanten Arbeitgeber auch zu kontaktieren, von sich aus Blindbewerbungen zu machen, sich zu interessieren, sich auf Evidenzlisten setzen zu lassen oder was auch immer, um im Fall des Falles sozusagen auch eine Chance zu bekommen, dort ja, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Ja? Genau. Gut, ich sehe, da gibt es im Chat noch ein paar Fragen, die nehmen wir vielleicht noch mit auf. Da gibt es von Sarah eine Frage, gibt es momentan sogenannte Zukunftstrends in der Erwachsenenbildung, welche sind das? Ich nehme an, das bezieht sich ein bisschen auf das, was du zum Beispiel, Monika, auch angesprochen hast, oder was wir auch bei Stefan gesehen haben, wo du gesagt hast, manchmal, wenn man den richtigen Trend erwischt und die richtige Qualifikation mitbringt, sozusagen, dann ergeben sich auch daraus Jobchancen. Ja? Gibt es Trends, die ihr sehen würdet, wo man sagt, okay, wenn man jetzt den Berufseinstieg sucht oder in den nächsten Jahren, dann sollte man da einfach fit sein oder sich vielleicht weiterbilden, damit man gute Jobchancen hat. Jetzt gibt es natürlich einige Megatrends, an denen man da sicher nicht vorbeikommt, aber habt ihr da Beobachtungen dazu? Monika, wenn wir es versuchen im Bereich Training genau. In dem nächsten Jahr, das wäre eine ganz konkrete Frage dazu. Ich weiß ganz genau, also eben in Oberösterreich gibt es bestimmte Förderungen, die es vielleicht in anderen Bundesländern nicht gibt für den Integrationsbereich, ja, und da sind wir wirklich ständig auf der Suche nach Unterrichtenden für eben asylwerbende Personen mit Migrationshintergrund. Also wenn man sich für diesen Integrationsbereich interessiert, ist es ein Berufsfeld, das nicht so bald wieder abklingen wird, wenn man unser Welt des Ganzes im Bild hat. Ja. Mhm. Und das Nächste, wo wir auch sehr aufmerksam sind, ist eben Klimaschutz, das jetzt Wahlthema war, aber dieses Umweltbewusstsein, diese Kompetenzentwicklung, diese Meinungsbildung zu Umweltschutzthemen,
denke mal, da gilt es auch sozusagen Bewusstseinsbildung zu leisten, Ausbildungen zu kreieren, den Bereich aufzugreifen. Ja? Also das sind die Themen, die mich momentan beschäftigen, ganz aktuell bei der Programmgestaltung und wo ich auf der Suche bin. Ja? Wer kann da was anbieten, was passt zu einer Förderung, die von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung ausgeschrieben ist, dazu? Ja? Also wie kann man Veranstaltungsreihe planen? Ja. Mhm. Ganz aktuelle Trends jetzt. Ja? Die Antwort hat mich kurz ein bisschen überrascht, weil ich sie inhaltlich sehr gut nachvollziehen kann. Man denkt bei Trends nicht an Förderaufrufe von der öffentlichen Hand, aber natürlich ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass sozusagen da Bescheid zu wissen, was tut sich da bildungspolitisch, wo wird da von der öffentlichen Hand gesteuert, indem Mittel für bestimmte Bildungsaufgaben zugewiesen werden, dann sozusagen sich da ein bisschen an solche Trends und Anforderungen auch dran zu hängen. Und so wie du sagst, das Integrationsthema ist da bei euch zum Beispiel gerade groß und da werden Leute gesucht, die da mit Asylwerberinnen Menschen mit Migrationserfahrung sozusagen auch unterrichten können. Ja, genau. Ein anderes Thema bringe ich vielleicht kurz ein. Wir beschäftigen uns ja bei Conedu auch mit dem Digitalisierungsthema ganz groß auch auf der medialen Seite. Das ist natürlich auch ein Megatrend, der in der Erwachsenenbildung gerade viel in Bewegung hält und wo natürlich dann auch Leute gesucht werden, die also auch von uns gesucht werden, die mit dem Thema mehr anfangen können, als selbst User von Smartphones zu sein, ja, also die sozusagen einen reflexiven Zugang haben und was von Medienpädagogik vielleicht auch eine Ahnung haben und dann da bereit sind, was zu machen, ja. Also das ist sicher so auch ein Trend, der bei dem Moment man sicher fit zu sein hilft, ja, sagen wir mal so, ja, genau. Genau. Das, was man eben auch nicht vergessen darf, ist eine Zielgruppe, die wir als Volkshochschule sehr gut erreichen und wo ich denke, den Bildungsauftrag sollten wir aber allgemein nicht übersehen, sind Bildungsangebote für ältere Personen. Also eben auch dieser Trend, dass Personen immer älter werden und eben fit bleiben möchten. Also nicht nur gesundheitlich, sondern auch geistig an unserer Welt teilnehmen möchten. Also dass man eben die qualifiziert für die Digitalisierung oder dass man denen auch Settings bietet, wo die Vereinsamung eben bewältigt werden kann, wie man auch soziale Settings schafft, in denen sie Lernerfahrungen machen können, Bildungsangebote nutzen können, wo man den Aspekt eben auch nicht vergessen darf. Ja? Also die Begegnung der Menschen untereinander, das kann auch Thema von Bildungsformaten sein. Ja? Mhm. Und solche Begegnungen zu organisieren ist auch eine Fähigkeit, ja. Ganz also, genau, ja. Genau, ja, ja. Ganz passend zu dem, was du gerade sagst, Monika, danke für dein Statement zu dieser Frage Trends auch, möchte ich gerne noch den Link posten zu einem europäischen Erwachsenenbildungsmagazin, das ELM. Da ist gerade gestern eine neue Ausgabe online gegangen zum Thema Adult Education and Megatrends, also große Trends, die da eine Rolle spielen. Und da sind ein paar Themen, die du gerade genannt hast, Monika, auch drin bearbeitet, nämlich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, alternde Gesellschaft, ja. Also werden dort auch behandelt. Also natürlich ist Fachlektüre mit solchen Magazinen auch etwas, wo man am Laufenden bleiben kann, was sich da in diesem, was so zum Themen sind, die gerade brennen, ja, wenn man so mal so formulieren kann vielleicht, ja. Genau. Gut, weil ich schaue auf die Uhr, wir haben gar nicht mehr so lange, bis es 8 wird. Wir müssen langsam in Richtung Abrunden trennen. Ich habe noch zwei Fragen, die ich euch unbedingt stellen möchte. Nämlich das eine ist, dass der Beruf der Erwachsenenbildung, das Berufsfeld ja eines ist, wo es nicht viel an Berufsvertretung gibt. Also es gibt bei der Gewerkschaft der Privatangestellten eine Arbeitsgruppe zur Workhead Education. Es gibt so einzelne Vereine. Kürzlich hat auch in den Medien von sich reden gemacht, ein Verein von Deutschlehrern in der Erwachsenenbildung, die auf die prekären Arbeitsbedingungen in diesem Bereich hingewiesen haben und damit im Standard und anderen Medien auch sozusagen sichtbar waren. Aber eigentlich gibt es ja nicht sonderlich viel. Jetzt würde mich interessieren, wie vernetzt ihr euch, um sozusagen in der Community vernetzt zu sein, mit Kolleginnen euch auszutauschen, vielleicht auch gemeinsame Interessen zu vertreten. Das würde mich interessieren, wie tut ihr da oder was erlebt ihr, was gibt es da so? Gibt es da so Netzwerke, wo man andocken kann, auch wenn man jetzt Berufseinsteiger beispielsweise ist? Also gedacht eben als, es gibt keinen Berufsverband zum Beispiel für Erwachsenenbildung, ja, aber Netzwerke gemeint, wo trifft man sich sozusagen unter Kolleginnen und Kollegen, tauscht sich aus, kann vielleicht gemeinsame Interessen vertreten. Winfried, du hast das Wort erhoben, bitte. Ja, also wir praktizieren, also das ist wirklich so eine schöne Gruppe,
von Jüngeren und Älteren, wir haben sowas wie eine Intervision. So haben wir uns ja, es ist nicht die gleiche Gruppe, aber wir treffen uns halt regelmäßig und bearbeiten Themen, wir bringen uns ein. Und da passiert dann natürlich schon sowas wie also Lobbying ist vielleicht zu viel gesagt, ne, aber dass man einfach gemeinsam dafür Dinge eintritt. Da geht es natürlich auch um Arbeitsbedingungen, da geht es um Haltungen gegenüber Auftraggebern. Das ist bei uns jetzt eher eben auf der selbstständigen Seite getriggert, aber es geht auf jeden Fall natürlich um Haltungen von uns gegenüber Auftraggebern, von Auftraggebern uns gegenüber. Ja. Es geht schon auch um Rat. Also auch für jüngere Leute, wie sie das dann auch gestalten können. Das ist halt so unsere Zugang. Okay, ja, danke. Intervision als... Entschuldigung, wir machen mal ein bisschen eine Verzögerung in der Tonübertragung, deswegen rede ich hier drüber, tut mir leid. Intervision, also falls jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann, wird auch übersetzt als kollegiale Beratung. Also man trifft sich sozusagen unter Gleichen und unterstützt sich da bei solchen fachlichen Fragen im Austausch. Habe ich auch Erfahrung, schätze ich auch sehr. Ist sicher eine gute Möglichkeit, sich auch selbst organisiert sozusagen zu vernetzen. Die Frage noch an die Anna. Monika, gibt es für dich was, wo du andockst, sozusagen unter Kolleginnen und Kollegen? Also das bringe ich schon aus meiner Berufstätigkeit an der Universität mit, da hat es ein österreichweites Netzwerk gegeben zu meinem Bereich, zu UniKit, und da hat es gemeinsames Bestreben sogar für eine Änderung vom Universitätsgesetz gegeben, dass eben auch, das ist aber eine sehr langwierige Aufgabe, Themen in das Universitätsgesetz neu einfließen, und jetzt an der Volkshochschule ist es jetzt so, dass in Oberösterreich regelmäßig von unserer Zentrale Treffen der ganzen Regionen organisiert werden und aber der Verband der Volkshochschule immer ein Weiterbildungsprogramm und eine Vertretungsarbeit leistet. Also die Volkshochschulen haben eine lang gewachsene Struktur, die funktioniert, aber ich denke, es geht bei der Erwachsenenbildung insgesamt um die Finanzierung, um die Wertigkeit im Bundesministerium, dem wir zugeordnet sind, um die Entwicklung eines Berufsfeldes, ja, das sind nur sehr viele Themen, die es anzugehen gilt. Ja? Ja, also Vernetzung, Intervision und durchaus auch deine Ermutigung, Monika, so aufzutreten, ne, und für sich einzutreten. Aber das beobachten wir schon seit vielen Jahren, dass das gar nicht so einfach ist, sozusagen sich so zu organisieren in der Erwachsenenbildung in Österreich. Da gibt es keinen gemeinsamen großen Verband, wie andere Einrichtungen das haben. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich, in dem du früher tätig warst, gibt es starke Berufsverbände, die eine starke Lobby bilden. Das fehlt uns in Österreich auf jeden Fall auch in der Erwachsenenbildung ein Stück weit. Ja? Genau. Gut. Ja. Es gibt noch so viele Fragen und interessante Themen, die wir diskutieren können. Aber ich möchte langsam auch die Runde zum Abschluss bringen. Wir können gerne den Chat nachher noch ein bisschen offen lassen, wenn so unter den Teilnehmerinnen vielleicht noch die eine oder andere Frage weiter diskutiert werden möchte. Vielleicht gibt es da noch einen interessanten Austausch dazu. Ich sage euch vielen sehr herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit dabei zu sein und viele interessante Aspekte dieses Themas Berufseinstieg auch zu diskutieren, zu besprechen, eure Erfahrungen zu teilen, eure Einschätzungen und Meinungen dazu auch mit uns zu teilen. Ich hoffe, dass es gelungen ist, für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Thema ein bisschen zu durchdringen, da das ein bisschen ein Gefühl mitzugeben, worum handelt es sich da, worauf kann ich achten. Ich würde schon sagen, wir haben uns sehr viel beschäftigt mit der Frage, wie ist man vernetzt, wie ist man in Kontakt mit anderen, wie zeigt man sich sozusagen. Das scheint mir ein ganz zentraler Punkt eigentlich zu sein, um den es heute viel gegangen ist. Es ging jetzt zu Ende auch nochmal um die Frage, Trends erkennen und sich dazu verhalten, Qualifikationen aneignen, beim Thema vielleicht auch Wissen zeigen, ja. Mit der überraschenden Antwort auch auf Förderungen sozusagen, die vergeben werden, sind eigentlich Hinweise auf Trends, ja. Ganz spannend. Und auch viele ermutigen gehört, sich auch auszuprobieren, ja, also Praktika zu machen, in die Institution reinzugehen. Manchmal ist auch ein Ehrenamt ein Einstieg. Das sind alles Faktoren, die offensichtlich kritisch diskutiert werden, die als prekär erlebt werden, durchaus zu Recht, ja. Andererseits aber auch Möglichkeiten bieten, sozusagen eine Stelle zu finden oder sich auch manchmal mitzuerschaffen, die man auch gerne beackern möchte, in der man sich verwirklichen möchte, in der man die eigene Fähigkeit nach einbringen möchte.
Ja, zum Abschluss, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt noch da sind, das sind uns sehr viele treu geblieben, das freut mich sehr. Wer von Ihnen eine Teilnahmebestätigung haben möchte, der kriegt jetzt, also kriegen alle natürlich angezeigt hier eine kleine Umfrage, wo ich Sie bitte jetzt hier das Ja anzuklicken, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung haben möchten. Wir gleichen dann im Hintergrund Ihre Anmeldung ab mit der Bestätigung, die Sie uns hier gegeben haben. Ja, ich bin noch da und ich möchte gerne die Bestätigung haben. Dann werden wir das in den nächsten Tagen ausfüllen und Ihnen auch zukommen lassen auf die E-Mail-Adresse, die Sie uns bei der Anmeldung hinterlassen haben. Sollten Sie da gewesen sein und nicht angemeldet, dann bitte jetzt auf Ja klicken und dann gleich noch hinterher auch ein E-Mail schicken an webtalk@conedo.com, damit wir das auch mitbekommen und vielleicht Ihnen noch eine Bestätigung ausstellen können. Ich sehe, da gibt es schon einige. Bitte noch, wenn Sie jetzt eine Bestätigung möchten, dann noch schnell klicken, damit wir das sicher auch mitbekommen. Dann sorgen wir dafür, dass Sie das auch kriegen. Es gibt eine Aufzeichnung von diesem Webtalk, die wir jetzt gemacht haben. Die wird auch in einigen Tagen auf unserem YouTube-Kanal von erwachsenenbildung.at nachzusehen sein. Wenn Sie nochmal reinschauen möchten oder auch jemand anderen empfehlen möchten, vielleicht sich das anzuschauen, dann sehr gerne. Wir evaluieren auch unser Bildungsangebot und würden uns sehr freuen, wenn Sie an einer kleinen Umfrage teilnehmen im Anschluss an einer Evaluationsumfrage. Die Kolleginnen posten gleich noch den Link in den Chat auch dazu. Genau, da ist er schon. Karin Kulmer hat ihn reingestellt. Feedback-Umfrage zu dem Webinar als solches. Aber wir haben auch ein paar Fragen drinnen und da wären wir sehr froh, wenn sich viele dann beteiligen, die eigentlich das Thema Beruf Erwachsenenbildung betreffen. Zwei Fragen genau genommen, vielleicht schauen Sie kurz rein und antworten uns dazu, denn wir beschäftigen uns ja als Redaktion von Erwachsenenbildung.at auch mit diesem Thema auf einer anderen Ebene. Das kann ich hier sagen, wir werden in den kommenden Monaten das Thema Beruf Erwachsenenbildung auf Erwachsenenbildung.at ganz neu gestalten, mit aktuellen Infos, mit auch einer neuen Aufmachung, und da sind wir natürlich an Rückmeldungen sehr interessiert, was Sie meinen, was da die wichtigen Themen sind, wie wir sie aufbereiten sollen, damit Sie sie auch als nützlich erleben und auch sich unterstützt fühlen sozusagen bei der Berufswahl, beim beruflichen Einstieg, beim beruflichen Umstieg, wie auch immer das dann so ist. Wir haben auch in den kommenden Wochen noch weitere Webinare von Conedo über Erwachsenenbildung.at. Es gibt dann zwei sogenannte Digitalks. Das ist ein neues Format, das wir haben, Format, das wir haben zu Themen der digitalen Professionalisierung in der Erwachsenenbildung. Da geht es einmal um Tools, Technologien, die man nutzen kann im Bereich des E-Learnings, quasi Alternativen zu Moodle, das sehr bekannt ist. Und wir haben auch einen weiteren Digitalk, wo wir uns mit Brückenformaten beschäftigen werden, also sozusagen die Brücke schlagen zwischen analog, Präsenz und auch digital. Das wird auch sehr spannend werden. Was ist da an Innovation möglich? Und an Anregung kann ich sehr empfehlen, die Teilnehmer bei diesen Digitalks, die Termine finden Sie, schickt auch gerade Karin Kulmer gerade noch mit, und der Link ist auch im Chat schon, wo Sie die Detailinfos dazu finden. Ja, das war es jetzt, glaube ich. Ich freue mich, es hat nochmal danke fürs Teilnehmen, danke fürs Mitmachen bei der Feedback-Umfrage. Der Link ist noch im Chat, einfach gleich draufklicken und abschließen. Und wie gesagt, wir werden jetzt dann unsere Videos deaktivieren. Das Podium geht mit mir sozusagen auf ein Glas Wasser nach nebenan. Aber wir lassen den Chat noch offen, wenn es noch Fragen gibt oder Sie noch ein bisschen was diskutieren möchten, tun Sie es gerne noch. Wir räumen dann nachher langsam auf, aber es gibt noch Zeit, gemütlich den Raum dann zu verlassen. Nochmal herzlichen Dank und einen schönen Abend, und für alle, die den Berufseinstieg gerade suchen, auf jeden Fall alles herzlich Gute dafür. Danke. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.